gerade Der Pferdejunge von Rupert Isaksen eingelesen. Kannst du uns kurz zusammenfassen, worum es in dem Buch geht? Kurz zusammenfassen ist schwer. Das ist ein Buch, das geht jetzt auch über 5 CDs, aber handelt im Wesentlichen von der wunderbaren Geschichte der Heilung eines autistischen Jungen. Sein Vater erkennt relativ bald im Alter von 3 Jahren, dass der Junge sehr gut auf Pferde anspricht und beim Reiten eine sehr gute Entwicklung nimmt. Und da auch dem Schamanismus zugekehrt ist, versucht er nachher eine Kombination aus Schamanismus und Reiten. Und das Ganze findet in der Mongolei statt, eine abenteuerliche Reise, auf die wir hier die Zuhörer mitnehmen. Und selbst beim Lesen macht es schon unglaublich Spaß. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, die unglaublich unter die Haut geht. Danke. Die nächste Frage hast du eigentlich quasi schon beantwortet. Wie hat dir das Buch gefallen und warum? Da es sich hier um eine authentische Geschichte handelt, finde ich es besonders spannend, wie man auf diese Reise und wirklich bildlich auf diese Reise mitgenommen wird, weil Rupert Isaksen das sehr gut versteht, die Situation zu beschreiben und die Landschaften zu beschreiben. Und da ich nun selber auch ein großer Naturfreund und auch Reiter bin, kann ich das gut nachvollziehen. Und er lässt da wenig aus und das macht Spaß. Also ich habe da große Freude dran, solche Dinge zu sprechen. Wie bereitest du dich auf so ein Hörbuch generell vor? Naja, also beim ersten Mal muss es mir schon gefallen. Ich kann also kein Hörbuch sprechen von einem Buch, was mir persönlich nicht gefällt und was mich nicht anspricht. Da habe ich Schwierigkeiten. Aber hier war es so, dass ich schon auf den ersten Seiten sah, wow, das wird eine schöne Reise und da habe ich Lust drauf. Und man wird also richtig in die Geschichte reingezogen. Und je mehr man sich damit identifizieren kann mit diesen Dingen, desto schöner ist es auch, das so bildlich zu sprechen, das dann zu vertonen. Und ich habe ja hier nur das Mikro, um das auszudrücken. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Wie bist du generell zum Hörbuchsprechen gekommen? Na, als Schauspieler hat man ja viele Facetten. Also ich spreche auch sehr gut synchron, ich spreche sehr gern synchron, vielleicht auch mittlerweile auch ganz gut. Mag eben Hörbücher und ich die Sprache als solches. Also das ist für mich ein schöner Ausgleich zum Drehen, wenn ich vor dem Mikrofon sitze und wirklich auch nur meine Sprache habe, um Dinge auszudrücken. Hier kann nicht geschnitten werden, hier kann nichts wiederholt werden. Der Zuhörer hat nur pur meine Stimme und entweder er folgt mir auf die Reise durch die Geschichte oder nicht. Und das finde ich ist ein spannender Prozess. Und deswegen mag ich das und mache das gern. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Schauspiel und dem Vortrag von Texten? Der Unterschied ist gar nicht so groß. Auch hier spiele ich ja. Also ich versuche, mich in die Figuren hineinzuversetzen und mit ihnen zu fühlen und zu atmen. Und je mehr ich diese Figuren in mich aufsauge, sie inhaliere und dann durch meinen Körper als Resonanz einfach nur wieder herausspulen lasse, desto besser gelingt einem das auch. Und desto es hat auf jeden Fall beides mit Schauspiel zu tun. Man verkörpert hier Rollen und versucht, den Zuhörer oder den Zuschauer zu überzeugen. Einfach mit dem. Man versucht, ihn nicht zu überreden, sondern zu überzeugen. Mit Darstellungskraft. Danke, das war's dann auch schon. Gern geschehen. Ich mach da mal weiter, ja?